Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Rezension. Ich bin Sandwinkel. Heute habe ich für euch einen Gamingstuhl im Racing Design in Schwarz und Rot und diesen schauen wir uns nach dem Unboxing und Aufbau etwas genauer an und wir klären, ob ein Gamingstuhl für rund 126 Euro tatsächlich irgendwas taugt. Ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass ich dieses Video während eines Livestreams aufgenommen habe und ich muss auch leider erwähnen, dass ich wegen der 10-Minuten-Regel bei Amazon das Video ziemlich stark kürzen musste. Sorry dafür. Also meine Freunde, los geht's! Der Stuhl wird in einem stabilen Karton geliefert. Darin enthalten ist ein Fußkreuz aus Kunststoff mit ein bisschen Aluminium, die Wippmechanik, die Rückenlehne, die Sitzfläche und ein weiterer kleiner Karton. Darin findet man dann noch die Armlehnen, alle benötigten Schrauben inklusive Werkzeug, das heißt ein Imbusschlüssel ist mit dabei. Ein Gasdrucklift ist ebenfalls mit an Bord, die Staubschutzabdeckung für den Gasdrucklift, 55 mm Rollen für das Fußkreuz, natürlich auch mit roten Applikationen und die Plastikabdeckung für die Seiten der Rückenlehne. Natürlich gibt es im großen Karton dann auch noch das obligatorische Kopfkissen sowie ein Lordosen-Stützkissen und nicht zu vergessen natürlich eine Aufbauanleitung. Vor dem Aufbau sollte man alle Einzelteile auf etwaige Beschädigungen prüfen. Ist alles okay, kann es mit dem Aufbau losgehen. Dieser gestaltet sich recht einfach und kann tatsächlich von einer Person allein bewerkstelligt werden. Sitzfläche, Rückenlehne und die Kissen sind mit einem weichen PU-Leder überzogen. Die Sitzfläche ist gut und dick gepolstert. Mir persönlich ist sie zwar ein Tacken zu weich, jedoch bin ich ohnehin ein Typ für die härtere Polsterung. Für die meisten ist diese Polsterung aber optimal und bequem. Die Rückenlehne ist ebenfalls ausreichend gut gepolstert und bequem. Die Seitenwangen an der Sitzfläche und auch an der Rückenlehne sind schön weit nach außen gezogen. So hat man wirklich genügend Platz auf dem Stuhl. Die Armauflage ist ebenfalls relativ weich und bequem. Leider sind die Armlehnen nur nach oben und unten verstellbar. An der rechten Seite der Rückenlehne ist ein kleiner Hebel angebracht. Mit diesem kann man die Rückenlehne verstellen. Der Hebel ist trotz seiner kleinen Größe schön griffig und lässt sich gut bedienen.
Auf der Unterseite gibt es dann ein weiterer größerer Hebel. Mit diesen kann man zum einen den Gasdrucklift bedienen und den Stuhl höher oder niedriger stellen. Zieht man diesen Hebel nach außen, hat man die WIP-Funktion aktiviert. Drückt man den Hebel wieder rein, ist die WIP-Funktion wieder deaktiviert. Unter dem Sitz ist dann noch ein dicker Tretknauf angebracht. Mit diesem kann man die WIP-Intensität verändern. Das Fußkreuz besteht, wie bereits erwähnt, aus Kunststoff oder zum Großteil aus Kunststoff. In der Mitte ist dann noch ein Metallring eingelassen. Am Fußkreuz kann man 55 mm Rollen anbringen. Diese sind laut Beschreibung nur für Hartböden geeignet, aber ich finde, sie rollen auch sehr gut auf Kurzflorteppiche. Sowohl an den Rollen als auch am Fußkreuz sind rote Applikationen angebracht, was mir sehr gut gefallen hat, und das macht das ganze Bild mit dem Rot-Schwarz stimmiger. Die maximale Traglast bei diesem Stuhl beträgt 113 Kilo. Der Stuhl selbst wiegt rund 26 Kilo. Die Verarbeitung ist insgesamt sehr gut. Die Nähte sind ordentlich vernäht und nichts steht heraus oder ab. Der Stuhl riecht zwar etwas nach Chemie nach dem Auspacken, aber ich kann einen penetranten oder extrem starken Geruch nicht bestätigen. Bei mir hielt sich dieser Geruch stark in Grenzen. Dennoch möchte ich hier einen Stern abziehen, da der Stuhl ein wenig staubig war und es waren auch Fingerabdrücke auf der Rückenlehne zu finden. Ein weiterer Kritikpunkt sind die wenig verstellbaren Armlehnen, da man diese nur nach oben und unten verstellen kann. Ich vergebe hier also 4 von 5 Sternen und kann diesen Stuhl tatsächlich empfehlen. Ich kann natürlich nicht sagen, wie es in der Zukunft aussieht und wie sich der Stuhl nach ein paar Monaten verhält, aber zum Zeitpunkt meines Testes und zum Zeitpunkt der Rezension kann ich hier sagen, man bekommt viel Stuhl für sein Geld. So, meine Freunde, das soll es nun gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche sie dann zu beantworten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss, bye bye, winke, winke. Hier war euer San Nicole mit der Rezension zum Gamingstuhl im Racing Design von IMWH. Komischer Firmenname, aber so ist es. Ciao, ihr gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal.